Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in unserem Kanal Kulturindustrie. Heute stellt sich uns die Frage, ob James Joyce ab dem Ulysses, 1922 geschrieben, noch verfilmbar ist. Es geht uns um die Verfilmbarkeit eines der wichtigsten Literaten des 20. Jahrhunderts. Ich werde in zwei Schritten vorgehen, zuerst philosophisch, dann mehr auf das Filmische eingehen. Ich fange an. Eins, Philosophisches. Man müsste eigentlich neben der Transparenz, die ja immer ein philosophisches Ziel war und zugleich gar nicht sein kann, einmal Georg Wilhelm Friedrich Hegels Überlegungen zur Wissenschaft der Logik lesen, um von dort aus die Frage nach dem Logos erneut zu stellen. Es kann, wird in der Philosophie, eben von Jacques Derrida, nie um eine Ablehnung des Logos gegangen sein, sondern es geht um eine Kritik der Konstruktion des Logozentrismus, also um eine Auseinandersetzung mit dem Zentrum, das der Logos behauptet und innehat. Logos heißt unter anderem Wort, Satz, Argument, Vernunft, Gedanke, Rede, Definition. Es stammt aus der griechischen Philosophie und taucht schon regelmäßig im platonischen Wortschatz auf. Der Logos, wir werden es sehen, hat viel mit Joyce zu tun, der ja die Wörtlichkeit seiner Literatur in den Vordergrund gestellt hat. Es gibt ein Wortspiel, welches nur im Französischen stattfindet, wo eben Hegel dem Aigle, im Englischen Eagle, also der Name Hegel, sich dem französischen Wort für Adler entspricht oder spiegelt. Adler, also Hegel, was könnte damit gemeint sein? Sherlock Holmes wird hereingelegt ein einziges Mal von einer Frau namens Irene Adler. In der ersten Kurzgeschichte, die Sir Arthur Conan Doyle schrieb. Und die heißt Skandal in Bohemia. 1891. Jack Torrance, Jack Nicholson, schreibt sein Buch, das nie ein Buch sein wird, auf einer deutschen Adler-Schreibmaschine in The Shining, 1980. Der Adler ist es, der sich wie ein Geist in die Lüfte erhebt. In The Shining allerdings, dem Film aus meiner Jugend, der mich in einer eigentümlichen Weise, wenngleich auch nur psychisch und nicht physisch, an meine Kindheit erinnert, also in eben diesem Film, ist der Mann an der Adler-Schreibmaschine, also Jack Torrance alias Jack Nicholson, ein verrückter männlicher Geist, der sich über den weiblichen Geist der Symbiose ignorant erheben möchte und so die Geister des Genozids und andere Gespenster aus der Vergangenheit ruft. Was heißt das? Sehr kompliziert. Vielleicht müssen Sie jetzt nochmal zurückspulen, das nochmal hören. Ich kann es Ihnen auch nochmal lesen, aber vielleicht spulen Sie besser zurück und gehe gleich einen Schritt weiter. Was wäre, wenn James Joyce uns in der Philosophie wieder begegnet? Wenn die Worte unter der Lupe eines englischen Detektivs und irischen Schriftstellers zugleich genommen werden und in dieser Vergrößerung ein Wake of Aufwachen ein Eigenleben entwickeln würden? Als Robert Koch den Erreger für die Tuberkulose entdeckte, verwendete er ein Mikroskop der deutschen Firma Carl Zeiss. Ohne dieses Gerät, das ihm eine Nahaufnahme ermöglichte, wäre seine Forschung unmöglich gewesen. Als Jacques Derrida die Dissemination, zu Deutsch Verbreitung, Streuung, eines Sinnzusammenhangs herstellte, verwendete er bereits das Werkzeug eines Iren, nicht Irren, namens Joyce. Derrida beschäftigte sich schon früh mit Joyce. 1957, als er ein Jahr in den USA verbrachte und seine Englischkenntnisse trainierte, begann er mit der Lektüre von Joyce und fand dabei einige Analogien zu Husserl heraus, die er auch prompt veröffentlichte. Der französisch-algerische jüdische Philosoph, also eben Derrida, blieb dann sein Leben lang fasziniert vom besonderen Umgang dieses Autors, also Joyce, mit der Sprache, die er auch eine Tür, eine Öffnung, eine unersättliche Inspirationsquelle war für sein eigenes Schreiben. Er teilte diese Faszination mit seiner engsten Kollegin Alain Sissou, die 1968 über Joyce promoviert hat. Beiden, also sowohl Sissou als auch Derrida, diente der Stil von Joyce als Vorlage, Vorbild für ihr eigenes Schreiben. Derrida hielt dann in den 80er Jahren zwei dezidierte Vorträge über Joyce. Zweideut für Joyce 1982 und Ulysses Grammophon 1984.
Im ersten Vortrag gab er unter anderem eine detaillierte Analyse des Satzteils, das war gar kein Satz, also typisch für Joyce-Analysen, sich nur auf Satzteile oder Wörter zu berufen. Also er analysierte den Satzteil He war, er Krieg. He war. Aber auch he war, also auf Deutsch, er war. Aus dem letzten Roman von Joyce, nämlich dem, der Finnegan's Wake heißt, 1939 veröffentlicht. Der zweite Vortrag behandelt vornehmlich die Bejahung bei Joyce, ein Motiv, das beispielsweise den ganzen Monolog der Molly im Ulysses durchzieht. Dieser Monolog, ungefähr 200 Seiten lang, ohne Punkt und Komma geschrieben, der ihren inneren Monolog einer frustrierten Ehefrau, die sexuell nicht die Befriedigung findet, die sie gern von ihrem Mann Leopold Bloom hätte, also dieser Monolog, ihn beinhaltet trotz seiner heftigen Kritik am Eheleben permanent das Wort Yes, ja, also einer Bejahung. Darüber ist auch schon viel geschrieben worden und wie gesagt, Derrida hat sich auch auf diesen Aspekt konzentriert. Man kann behaupten, wenn man den späten Lacan und sein Interesse für Joyce hinzunimmt, dass Joyce neben Lewis Carroll einer der wichtigsten literarischen Vorläufer für die poststrukturalistische Philosophie gewesen ist. Derrida verwendet den Autoren als eine Art Joyce-Joystick, wenn man an den Ulysses denkt. Ein Stick, der nicht unbedingt zum Phallus sich aufbläht, denn dieser Stick, dieser Stab, bildet lediglich letztendlich gerade keine Säule mehr, um die sich die ganze Welt dreht. Also er ist keine Angel, die den Globus hält. Dennoch sind alle Fotos, auf denen Marilyn Monroe Joyce liest, immer wieder gerade in diesem phallischen Zusammenhang gelesen oder eingetragen worden, sodass dadurch eine eindeutige Bedeutungszuweisung vielleicht möglich war. Und das ist vermutlich ein Missverständnis. Es gibt bei Joyce aber dann noch gründlicher als im Ulysses in Finnegan's Wake, veröffentlicht im selben Jahr, also Finnegan's Wake wurde im selben Jahr veröffentlicht, wo der Zweite Weltkrieg begann, aber noch vor der Atomspaltung und nach der Entdeckung von Freuds Ich-Spaltung. Also in eben diesem Roman geht es um eine Art Wortspaltung. In seinem Aufsatz Was ist Dichtung von 1988 vergleicht Derrida das Gedicht mit einem Igel. Also diesem Tier, ein Igel. Sie wissen, Derrida hat eine umfassende Tierphilosophie angestellt. Und in diesem Aufsatz Was ist Dichtung geht es eben um den Igel. Er stellt nämlich seine Stacheln auf, wenn man versucht, ihn restlos zu begreifen, sich ihm zu nähern, sich seinen Sinn anzueignen. Und dieses Aufstellen dieser Stacheln des Igels vergleicht Derrida mit einem Gedicht. Ein gutes Gedicht stellt seine Stacheln auf, wenn ich versuche, es zu deuten, es zu fassen, es anzufassen, es wirklich zu begreifen. Ich muss es also in der Schwebe lassen, wie eben jenen Igel, den ich auch nicht anfassen kann. Der Sinn eines Gedichts besteht darin, dass es sich dem Logos entzieht, dass es nicht logisch entschlüsselbar ist, dass seine Wörter schweben, keine eindeutigen Zuweisungen zulassen. Es sich kein eindeutiger Sinnzusammenhang herstellen lässt. Es schillert, es schwankt wie ein Halm im Wind. Es zerstreut den Sinn in den Wind wie Asche. Es wird immer bleiben in der Welt der Poesie, die eine eigenständige Realität ist, die nicht restlos dekodierbar ist, sonst wäre es keine Poesie mehr. Was nicht heißt, dass die Deutung sich dem, was dort passiert, an diesem Ort, dass sich das allen Deutungen widersetzt, vorausgesetzt, sie bleiben im Plural und behalten jene Offenheit, die wichtig ist, wenn es darum geht, sich einem Gedicht zu nähern. Letztendlich ist die Poesie, das zumindest behauptet sie, damit steht und fällt tatsächlich ihr Status, immer eine Art Fall, der unaufgeklärt bleiben muss. Wie eben ein Skandal in Bohemia, der sich dem Logos der Welt der Argumente am Ende entzieht, weil er vielleicht zu viel Sinn produziert. Cocteau und Tarkowski, beides Poeten, die ohne die Psychoanalyse gearbeitet haben, anders als eben die Surrealisten, denen sie dennoch nahestehen, beide haben es strikt abgelehnt, dass ihre Bilder als Symbole gedeutet werden. Weil eben diese Abstraktion den Erfahrungen, die uns die Bilder zeigen, die Sinnlichkeit stiehlt. Man kann, muss sie analysieren, aber nicht auf diese Analyse reduzieren. Nicht so tun, als wäre damit nicht wirklich schon alles gesagt. Soweit zum Philosophischen. Jetzt versuche ich Joyce noch einmal im Filmischen anzugehen. Und dabei geht es natürlich um die Möglichkeit, die wir eingangs geäußert hatten, nämlich um die Verfilmbarkeit seiner Bücher. Wobei ja eigentlich von zwei Büchern primär die Rede ist, nämlich von dem Ulysses und am Rande, vielleicht ganz am Rande, in der allerletzten Fußnote von Finnegan's Wake.
Filmisches. Natürlich sind Wortspaltungen im Grunde nicht verfilmbar, weshalb es auch keinen Versuch gab und wohl auch nie geben wird, das letzte Werk von Joyce, eben jenen Finnegan's Wake, zu verfilmen. Der I Ging-Leser John Cage hat sein wundervolles Klanghörspiel Rho-Aratorio 1978, bestehend aus über 2000 polyphonen Klängen, inklusive einer Querlesung des Romans, das hat er daraus gemacht, indem er das Zufallsprinzip des Buches noch weiter ausgelotet und noch gesteigert hat. Das ist ein wunderschönes akustisches Chaos, aber eben keine Vertonung von Joyce' Vorlage, die hier vornehmlich als Zitat und Inspirationsquelle fungierte. Es ist im Weg nicht einmal zu klären, was dort in der Narration überhaupt passiert. Das heißt nicht, dass man diesen Roman nicht lesen könnte oder ihn nicht anticken könnte, was seine Deutung anbegeht, aber es ist nicht eindeutig ausmachbar, weil Joyce für Finnegan's Wake neue Wörter erfunden hat, weil jeder Satz zig neue Wörter, Wortkombinationen aus verschiedenen Sprachen enthält, ist seine Entschlüsselbarkeit recht schwierig. Zumal ja Joyce, wie wir wissen, jahrelang, also jahrzehntelang an diesem Roman geschrieben hat und man natürlich jahrzehntelang braucht, um ihn zu verstehen. Beim Ulysses, der auf der Grenze zum Wake, also zu Finnegan's Wake ist, der zu ihm hinführt, gibt es immer noch zwei halbgeglückte Versuche, lange Spielfilme über ihn zu drehen, die vor allem die Story nachstellen oder Teile von ihr nachbilden. Dabei gerät schon der erste Blickwinkel im Ulysses, nämlich in die Nähe zur Odyssee, der Irrfahrt eines Helden, also die griechische Vorlage, die Joyce im Auge hatte, als er sein Ulysses schrieb, gerät dabei schon ins Wanken, weil es nicht möglich ist, in einem 90 Minuten oder auch länger diese Parallelität zwischen Odyssee und Ulysses aufzuzeigen. Das wäre viel zu kompliziert. Und was hat Joyce damit eigentlich gemeint, als er diesen antiken Handlungsstrang vollkommen verfremdet in Dublin wieder aufleben ließ? In der Tat ist die so verworrene Konstruktion, dieser Bezug zur Odyssee im Roman schon schwer zu sehen, weil die Parallelen und noch mehr ihre Gründe, die Joyce zu Homer aufgemacht hat, auch dort nicht ohne weiteres ins Auge fallen. Also wie sollte eine Verfilmung damit umgehen? Die erste Verfilmung ist karg gegenüber der unlogischen Wortpracht ihrer Vorlage. Sie heißt schlicht Ulysses, 1967 gedreht worden und stammt von Joseph Strick. Sie ist schwer verdaulich, weil sie den Humor des Iren nicht wirklich aufnimmt, seine Wendungen nur halb folgt und dazu noch seltsam steif bleibt. Das opulente Wortgebäude aus 1000 Seiten zusammengekürzt auf einen Film von 132 Minuten liefert hier maximal eine knappe Inhaltsangabe. Also wer den Ulysses nicht lesen will, sondern nur ungefähr wissen will, was in ihm passiert, kann sich diesen Film angucken. Der Roman, wir wissen es, spielt an einem einzigen Tag. Und ja, nicht einmal das passt in einen einzigen Film. Der zweite Versuch hatte glücklicherweise nicht mehr das Ganze im Sinn. Er wurde zumindest von einem Iren gedreht, was in diesem Fall geht es doch um die Sprache und um die irische Mentalität und das Land besonders wichtig ist. Der zweite Versuch heißt Bloom von 2003 und ist von Sean Sean Walsh. Dieser Versuch von Sean Walsh wurde nicht einmal ins Deutsche synchronisiert. So schlecht ist der Film außerhalb der englischsprachigen Welt gelaufen oder so sehr hat sich unser Interesse an Joyce unterdessen im Sand verloren. Bloom ist aber reich an vielen Joyce-Themen, vor allem den sexuellen und viel näher dran und hat nicht die Tabus, die in den 60er Jahren noch galten. Also Joyce war, als er den Ulysses schrieb, schon weiter als die 60er Jahre und das konnte man 2003 dann eben auch besser verfilmen. Jetzt, wie kann es anders sein, steht die Sexualität dann ganz im Vordergrund, was vielleicht auch übertrieben ist. Vieles in dieser Verfilmung erinnerte außerdem an den großen Joyce-Fan Anthony Burgess und der Verfilmung von dessen Roman Clockwork Orange durch Stanley Kubrick. Burgess hat seine Joyce-Studie Here Comes Everybody schon 1965 publiziert und natürlich war die erfundene Jugendsprache in A Clockwork Orange 1962 schon vom Wake inspiriert. Die Querverbindung wird im Bloom also zurückgespielt. Wenn Burgess in der Tradition von Joyce steht, dann kann man Joyce über Kubrick auch mit Burgess verfilmen. Das funktioniert am Ende aber auch natürlich nicht so richtig, aber immerhin dem Versuch war es wert. Sebastian Hartmann ging im Deutschen Theater in Berlin mit seiner neuen Ulysses-Inszenierung, die ist aus diesem Jahr, einen ähnlichen Weg und vermischte Joyce neben Anleihen aus Clockwork Orange auch noch mit Kubricks Weltraum-Epos 2001 A Space Odyssey.
von 1968. Aber dieser Versuch wirkt dann noch bemühter und noch schwerfälliger. Nur weil Kubrick und Joyce Homers Odyssee im Hintergrund hatten, sind sie noch lange nicht aufeinander abbildbar. Nicht einmal wirklich kompatibel. Im Gegenteil, Kubricks wuchtige und immer eindeutige Bildsprache zieht die luftigen Joyce'schen Sprachgebilde wie ein übergroßer Planet aus dem Vakuum zurück auf den Boden. Joyce, der immer am Rande eines Deliriums schreibt, was ich hier versuche ein bisschen nachzubilden, ist das Gegenteil von den hellen, klaren, eindeutigen Filmbildern von Stanley Kubrick. Die Narration in Kubricks 2001 The Space Odyssey ist um den Monolithen als Zentrum, also einem transzendentalen, signifikanten, in einer phallologozentrischen Weise organisiert. Also der Monolith ist der Phallus in gewisser Hinsicht. Und der Phallologozentrismus des Abendlandes ist auch die metaphysische Struktur, die Geheimstruktur von 2001. Damit hat aber Joyce nichts zu tun. Der Ulysses vollzieht genau die konträre Bewegung. Er zerstreut jeden Sinn, pfropft in unaufhörlichen Aufeinanderfolgen die phallische Kraft und ihren Wert, stellt die gesamte patriarchale Organisationsform in Frage. Er subvertiert sie, wenn Sie so wollen, indem er ihren Sinn in alle möglichen Richtungen zerstreut. Joyce Ulysses hat kein phallisches Zentrum, kein Joystick im klassischen Sinn. Allerdings liefern beide eine Eintrittskarte in eine Welt, die absurd ist. Und Kubrick hinterfragt die patriarchalen Organisationsformen auch in jedem seiner Filme, bleibt ihnen aber auf eine ganz andere Art und Weise strikt verhaftet. Jenseits dessen bleibt es aber ohnehin dabei. Der Ulysses stellt sich gegen jede Verfilmung wie ein Igel, der die Stacheln aufstellt, der sich einrollt, wenn man ihn packen möchte. Es schmerzt also. Der Versuch, das zu verfilmen, was hier gemeint ist, schmerzt. Eine Transformation von diesen Wörtern in Filmbildern und Tönen ist mit den gewöhnlichen Mitteln unzulässig. Kann nur scheitern. Man müsste sehr beim Wort bleiben, dann würde es vielleicht gehen, so eine Art Inserttechnik verwenden, wie sie beispielsweise Peter Greenaway für seine Shakespeare-Verfilmung von The Tempest, also Shakespeares letzten Drama, in Prospero's Books benutzt hat. Dadurch ist es ihm gelungen, das Szenario von 1623 im Jahre 1991 halbwegs adäquat in eine Filmbildsprache zu bringen. Diese Inserttechnik, wo also die Schriftszenen, die Bibliotheksszenen, die Lektüren von Joyce oder Shakespeare selbst zum Thema gemacht werden. Das wäre also eine Art Metadiskurs, mit der man möglicherweise den Ulysses packen könnte. Das wäre eine Chance für eine Interpretation, einen filmischen Kommentar zu diesem wissensreichen Buch, aus dem zugleich fässerweise in ohrenbetäubenden Wortschwallen der irische Whisky zu laufen scheint. Joyce hat sehr unter diesem Whisky gelitten, wie man weiß, und vielleicht liegt da in allem, was den Bezug zu seinem Vater, der dem Alkohol frönte und auch verfiel, schon eine Achse, ein Zugriff, der das Problem an der Wurzel greift. Diese biografische Achse, das Verhältnis zum Vater, hat Lacan dann 1975-76 in seinem Seminar Les Symptômes, das Žižek so sehr liebt, also in diesem Seminar gestreift und kommentiert. Das wäre ein weiterer sinnvoller Ausgangspunkt für eine Neuverfilmung. Allerdings müsste man Lacans Affinität, die ja selbst phallologozentrisch bis zum Getno ist, dabei berücksichtigen und darauf insistieren, dass sein Knoten an dieser Stelle nicht unbedingt halten muss und schon gar nicht hält, was er verspricht. Man darf sich darüber bewusst sein, dass Derridas Dekonstruktion, wie das ein ganzes Werk, vielleicht ist es wirklich nur eine einzige lange Fußnote zu Joyce, wie es einmal genannt wurde, näher an das Denken des Irren, nicht Irren, herangekommen ist. Also die strukturelle Psychoanalyse, die hier schlicht und ergreifend am Logozentrismus wie am Phallozentrismus kleben geblieben ist. Auch ein schwieriger Satz, vielleicht noch Marco. Und wer könnte eine solche aufwendige Lesart leisten und dabei auch die biografischen Motive aus den früheren Werken wie Die Dubliner 1914 oder Stephen Hero und A Portrait of Artist as a Young Man 1916 mit einarbeiten? Ein wichtigerer Bezugspunkt, den Lacan sogar nennt und auch sporadisch verwendet, wäre dann die sorgfältig und weit ausgearbeitete Biografie über Joyce von Richard Ellman.
Die ist viel reicher als der einfache und auf Sexualität getrimmte biografische Joyce-Film Nora 2000, übrigens auch nicht besonders bekannt, von Pat Murphy, der sich vornehmlich mit dem Verhältnis von Joyce zu seiner Ehefrau beschäftigt hat und in dem nur Ewan McGregor als Hauptdarsteller, der eigentlich wenig Ähnlichkeit mit seinem literarischen Vorbild hat, einfach brillant ist. Um Joyce für die heutige Leserschaft zu gewinnen, wäre eine neue gelungene Verfilmung seines Hauptwerkes, eben dem Ulysses, mehr als wünschenswert. Um sein Überleben zu sichern, nicht nur an den Universitäten, also den Orten, wo der Geist ohnehin sich schon mit ihm beschäftigt, sondern in der Populärkultur, wäre das sogar unbedingt notwendig. Was Joyce allein mit Shakespeare angestellt hat, wie er seine Szenen kommentiert hat, das wäre etwas, das die vielen Shakespeare-Verfilmungen, ja das gesamte britische Empire und seine Tradition, für einen Moment lang einmal auf eine wundervolle Weise ein wenig aus den Angeln heben würde. Ein witziger Flug, der es in sich hätte, der um die Ecke denkt und diese Dinge einmal neu und anders arrangiert und zeigt. 6 Jahre nach dem Ulysses schrieb Virginia Woolf ihren Orlando 1928. Sie kannte Joyce persönlich, wollte den Ulysses in ihrem Verlag drucken und was sie dann nicht genehmigte, fand ihn etwas sehr pubertär, also hat sich in dieser Art und Weise ausgesprochen, dass der ganze Ulysses wohl mehr oder weniger eine pubertäre Sexualitätsfantasie wäre, aber sie genoss auch seine Freiheiten, die auch ihrem eigenen Schreiben neue Zugänge lieferte und neue wagemutige stilistische Experimente möglich machte. Also wie so viele Schriftsteller nach Joyce war die literarische Welt eine andere und bot andere Möglichkeiten. Der Ulysses ist wirklich eine Schnittstelle, noch ganz anders als die Recherche von Marcel Proust. Zu den Subskribenten sagt man, glaube ich, des Ulysses gehörte übrigens unter anderem sogar Winston Churchill. Man bedenke, er wurde wirklich von vielen gesponsert. Aber gegen diese Verfilmung spricht vieles und vielleicht müssen wir Cineasten uns für alle Zeiten begnügen mit jenem kleinen, aber völlig gelungenen Auszug jener kleinen Übersetzung, die John Huston in seinem letzten Film The Dead von der gleichnamigen Kurzgeschichte aus den Dubliners angefertigt hat. Vielleicht verliert sich die Spur von Joyce in den nächsten Jahrzehnten noch mehr in den akademischen Debatten, als es ohnehin schon der Fall ist. Und diese werden noch lange über ihn geführt werden, da kann man sich sicher sein. Das ist eigentlich eine lacanische Behauptung. Hier an der Universität wird er auf jeden Fall weiterleben, so wie er es selbst sich immer gewünscht und wie er es auch geplant hatte. Für mindestens 300 Jahre wird man versuchen, die Rätsel, die uns seine Literatur stellt, zu lösen. Schöner, besser und am Ende wahrscheinlich auch viel sinnvoller wäre es, ihm auch mal wieder im Kino zu begegnen. Damit möchte ich schließen. Ich danke Ihnen vielfalls fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Kanal abonnieren wollen, drücken Sie bitte auf die kleine Klingel neben der Abonnements-Taste auf der rechten Seite. Und viel Spaß und bis bald zum nächsten Mal.